kommen, von wo du auch immer zuschaust, von dem digitalen Gerät deiner Wahl, von Smartwatch bis Fernseher, alles ist dabei. Besondere Grüße gehen natürlich auch raus an meine J9-Kollegen von Südtirol bis Nordrhein-Westfalen. Heute sind viele zugeschaltet. Was erwartet uns hier? Zuallererst müssen wir noch sagen, natürlich, weil sich jetzt viele fragen, warum habt ihr keine Masken auf? Wir sind sehr penibel, was den Abstand eingeht. Wir halten alle Regeln ein. Deswegen bewegen wir uns in Abständen und müssen deswegen auch keine Masken tragen. Heute erwartet uns ein spannender Vortrag von Pater Andreas Hasenburger über das Thema Lass dich coachen von Mother Mary. Und danach wird es noch eine Ministry-Zeit geben. Zuallererst natürlich, was kommt immer zuerst? Der Lobpreis. Der aufmerksame Zuseher hat es bemerkt. Wenn ich an Lobpreis denke, fällt mir zum Beispiel ein Vers von Jeremia 29, 13 bis 14 ein. Wenn ihr mich sucht, so werdet ihr mich finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, lasse ich mich von euch finden. Und für mich persönlich ist Lobpreis eine ganz spezielle Art, auch Gott zu suchen, Gott zu finden, auch Wahrheiten zu entdecken. Lass dich mal drauf ein und lern deinen Gott neu kennen, lern Jesus neu kennen auch. Gib ihm die Ehre. Das ist ein kleiner Teil, aber ich denke, er ist auch sehr gewichtig. Das Lobpreisteam, geleitet von der Lisi, wird uns jetzt in diese Zeit führen. Danke, Markus, für diese super Überleitung. Und ich freue mich, dass wir verbunden sind über so viele verschiedene Art und Weisen. Und ich möchte dir einfach einladen, dass du vor dein inneres Auge jetzt Jesus holst und dass du ihn ansiehst, dass du ihn anschaust und dass du mit mir gemeinsam betest: Herr, wir haben so eine Sehnsucht nach dir und nach deinem Kommen und wir befinden uns mitten im Advent. Und wir wollen dieser Sehnsucht Ausdruck verleihen heute Abend. Und ich möchte euch einladen, einfach einzustimmen in diesen Gesang und in dieses Gebet.
habe so eine Sehnsucht nach dir heute Abend, nach deiner Gegenwart, nach dem, dass du mein Herz veränderst, dass du einziehst mit Liebe. Quelle, durch einen
Thank you.
Gaudium. Gaudium magnum, hätte ich jetzt dazu gesagt. Der gelernte Lateiner weiß natürlich, was das heißt. Eine große Freude war das. Danke, liebe Lisi. Danke, Annie. Danke, Jackie. Wer das gewusst hätte, kann es natürlich gerne in den Chat schreiben. Anbei möchte ich die Möglichkeit noch nutzen, um auf die Gebetsteams aufmerksam zu machen unter www.loretto.at/gebetsteams. Unter mir gerade eingeblendet, kannst du für dich beten lassen. Egal wie groß oder klein deine Anliegen sind, nimm sie ins Gebet, lass für dich beten. Es tut nicht weh, es tut eher sogar, oder das heißt eher, es tut sogar sehr gut. Jetzt habe ich die große Freude, dass ich auf unseren heutigen Preacher zu mir bitten darf, Pater Andreas Hasenburger, den ich euch jetzt noch mal kurz vorstellen darf. Er ist Rektor der Missionare vom Kostbaren Blut hier in Salzburg. Und ich hatte die Chance, ihn letztes Jahr auf einer Wallfahrt kennenzulernen. Viele von euch kennen ihn von Pfingsten, vom Amt der Barmherzigkeit. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, und ihr seid alle meine Zeugen natürlich. Ich schätze dich sehr für deine Offenheit, für deinen Humor. Wenn du lachst, ja, das ist immer ganz was Besonderes. Der Pater Andreas hat übrigens auch ein Lied, ist auf dieser Wallfahrt entstanden. Einige werden jetzt grinsen zu Hause, aber auf das gehen wir jetzt nicht näher ein. Es wurde ihm ein Lied geschrieben. Und ich freue mich sehr auf deine Worte. Bevor wir damit beginnen, beten wir noch drei Ave Maria. Das erste für den Frieden in der Welt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das zweite Ave Maria beten wir für den Pater Andreas, dass der Heilige Geist seine Worte salbt und ihm das eingibt, was für uns Zuhörer gerade wichtig ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das letzte Ave Maria beten wir für uns selber, dass wir aufmerksam den Vortrag lauschen können und uns das mitnehmen, was uns auf unserem Weg auch weiterbringt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Bühne gehört dir. Danke sehr. Danke, lieber Markus, auch für dieses Willkommen und auch dein Honoring. Freut mich sehr. Ja, wir sind heute am zweiten Adventssonntag, und das Thema war naheliegend für mich, nachdem
in 2 Tagen am 8. Dezember für uns ein besonderer Feiertag ist, nämlich das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Gottesmutter Maria. Das heißt, Maria ist neben Johannes, den wir heute schon am Morgen in der Heiligen Messe gehabt haben, in seinem Evangelium und nächsten Sonntag übrigens wieder, die beiden großen Gestalten des Advent. Johannes der Täufer, der zur Umkehr aufruft, der dazu aufruft, dass wir dem Herrn den Weg bereiten, dass wir ihm einen Raum geben in unserem Leben. Und dann ist es der Blick auf Maria, die Mutter Jesu, die Gott Raum gegeben hat in ihrem Leben. In einer ganz besonderen Weise, danke sehr, das ist sehr angenehm. In einer besonderen Weise hat Maria sich auf das eingelassen, auf dieses Abenteuer eingelassen, das Gott ihr zugemutet hat, möchte ich sagen. Dieses junge Mädchen aus Nazareth, 13, 14 Jahre damals, wird herausgefordert, einen Weg einzuschlagen, eine Berufung anzunehmen, die ihr alles abverlangen wird auf ihrem Weg durch ihr Leben. Sie ist berufen und erwählt, die Mutter des eingeborenen Sohnes Gottes zu werden. Wow, das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Mutter Gottes zu werden, heißt das eigentlich. Denn der, der von Ewigkeit her beim Vater ist, kommt in diese Welt und er will diese Welt erlösen und retten. Das ist der Plan Gottes. Es ist sein Heilsplan mit dieser Welt, die drauf und dran war, ins Verderben zu rennen, sagen wir es einmal so. Und dann kommt dieser unglaubliche Augenblick in der Menschheitsgeschichte, der ein Wendepunkt wird in der Menschheitsgeschichte. Und zwar genau da, das wird uns auch am 8. Dezember im Evangelium verkündet, weil das Lukas-Evangelium diese Stelle von der Verkündigung Jesu genommen wird, wo Maria herausgefordert wird, ihr Ja zu geben. Und wenn das Thema heute heißt, lass dich von Mother Mary coachen, dann können wir das nur zulassen, wenn wir zunächst einmal ein bisschen genauer hinschauen, wie hat denn Maria reagiert, wie hat sie denn auf diesen Anruf Gottes geantwortet, wie ist sie ihren Weg gegangen, was sagt uns die Heilige Schrift? Sie sagt uns nämlich nicht gar so viel. Erst am Anfang natürlich, diesen Wendepunkt des Heils, der uns beschrieben wird durch die Begegnung mit dem Engel Gabriel, der bei ihr eintritt und sie ganz eigenartig begrüßt. Chaire kecharitomene heißt das auf Griechisch. Das heißt eigentlich, freue dich, du Begnadete. Er sagt nicht zu ihr, sei gegrüßt Miriam, sagt er nicht. Sei gegrüßt oder freue dich, du Begnadete. Maria, du hast vor Gott Gnade gefunden. Das sagt er dann, nachdem sie erschrickt, weil diese Anrede, die konnte sie überhaupt nicht fassen. Und dann sagt er, Maria, fürchte dich nicht. Da redet sie dann an mit Miriam. Fürchte dich, du hast vor Gott Gnade gefunden. Und genau das ist es, was wir feiern auch am 8. Dezember. Maria hat in besonderer Weise Gnade vor Gott gefunden. Er hat sie erwählt, ein makelloses Gefäß, möchte ich sagen, zu sein für das Kommen Jesu, des Sohnes Gottes in ihr Leben, der in ihr Fleisch werden soll. Aber dazu braucht Gott ihr Ja. Und er verkündet ihr, der Engel, dass sie wird den Sohn gebären, er wird groß sein, der Sohn David sein und auf dem Thron sitzen und so weiter. Und dann, das ist schon etwas, was wir lernen können von Maria. Maria ist ein ganz normaler, freier Mensch wie du und ich. Und natürlich hat sie deine Frage. Ja, hallo, sagt sie, wie soll denn das geschehen? Ich lebe ja mit keinem Mann zusammen. Und normalerweise ist es so. Damit ein Kind entsteht, braucht es Mann und Frau. Und der Engel sagt ihr eine Antwort, die natürlich auch, naja, die muss man zuerst einmal annehmen und glauben. Er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und das, was in dir wird, wird der Sohn Gottes sein.
Aber das reicht noch nicht ganz aus. Und ich sage immer, das ist ein Schlüssel für die Mutter Gottes damals, glaube ich, gewesen, als der Engel sie auf Elisabeth, ihre Verwandte, verweist und sagt, schau, da ist Elisabeth, sie ist schon im vorgerückten Alter, also gar nicht mehr in einem Alter, wo man Kinder bekommt. Sie ist schwanger geworden und sie bekommt ein Kind. Denn die Szene davor, vor dieser Verkündigungsszene in Markus, könnt ihr nachlesen, ist die Begegnung mit dem Zacharias, dem Vater von Johannes, der dort die Verheißung bekommt, dass Johannes geboren wird. Und er sagt zu ihr ein Wort, das, glaube ich, sozusagen den Schalter umdreht. Auch in ihrem Leben, wo sie bereit wird, sich ganz auf Gott einzulassen. Er sagt ihr, schau, das ist an Elisabeth passiert und bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann heißt es, sagt Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Also versteht ihr, das können wir von Maria lernen. Nicht, es heißt nicht, Glauben heißt nicht den Verstand ausschalten. Glauben heißt ganz bewusst hinschauen, auch die Fragen haben, Fragen zulassen, aber dann auch den Mut haben, über das eigene Verstehen hinauszugehen und sich ganz Gott zu überlassen, weil er ein Gott ist, dem nichts unmöglich ist. Und das ist der Schlüssel für Maria. Und sie sagt, ja, und es kann geschehen. Das ist dieser große Anfang in ihrem Leben. Das ist dieser großartige Beginn, wo alles schön ist. Und dann geht sie zu Elisabeth und dann kommt diese wunderbare Begegnung zwischen Elisabeth und Maria und der Heilige Geist, der dort ausbricht und das große Magnificat, das sie singt. Der Herr hat Großes an mir getan. Und Elisabeth, ihr sagt, selig bist du, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen lässt, wird sich an dir erfüllen. Da wird sie selig gepriesen. Das sind freudige Momente im Leben Mariens. Aber wisst ihr, was jetzt beginnt? Ziemlich gleich. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, was wir lernen können von Maria. Jetzt beginnt ein radikaler Weg des Glaubens, den sie zu gehen hat. Einen Weg des Glaubens, der sie schließlich hineinführt in die Dunkelheit des Glaubens, wo sie nicht mehr sieht, wo sie nur mehr festhält an dem, was Gott verheißen hat. Das wird schon einmal deutlich bei der Geburt Jesu in Bethlehem, werden wir bald feiern. Da ist nichts. Da in Bethlehem, da sind keine Engel, meine Lieben. Wir stellen das immer gern da in der Krippe, der Engel, der da ist. Na, der ist dort nicht. Da ist es ziemlich kalt und ungemütlich wahrscheinlich gewesen. Das Kind kommt zur Welt und wer kommt und bezeugt dieses Kind? Das sind Menschen, die damals, ich muss es so sagen, nichts gegolten haben. Die Hirten, denen die Botschaft gebracht wird. Und sie kommen nach Bethlehem und sie bringen diese Nachricht. Hätten auch andere Leute sein können, denkt man, um Maria ein wenig ein Hölzchen zu werfen. Es passt, so wie es ist, auch jetzt diese Geburt in Armut. Das muss sie einfach einmal annehmen und schlucken. Aber sie glaubt und sie bewahrt in ihrem Herzen, was die Hirten sagen, die Botschaft, die ihnen gebracht worden ist. Dann die drei Könige, die Weisen aus dem Morgenland, Fremde, die kommen. Die eigenen Leute lassen sie nicht zu, haben keinen Platz für sie. Aber das sind die, die kommen aus fernem Land und die sich hinwerfen vor diesem Kind und es anbeten. Aber auch das muss Maria glauben, versteht ihr? Glauben, das ist das, was wir von Maria am meisten lernen. Sie ist die Mutter des Glaubens. Und sie geht diesen Weg in einer konsequenten Weise weiter. Diese lange Zeit des verborgenen Lebens in Nazareth. 30 Jahre lang, einzig unterbrochen, so wie es Lukas uns beschreibt, der 12-jährige Jesus, der mitgeht zur Wallfahrt nach Jerusalem und dann verloren geht. Und dann sucht ihn Maria und Josef 3 Tage und sicher auch 3 Nächte und dann diese Begegnung und dann die Antwort. Als Maria bestürzt sagt, wie konntest du uns das antun? Wir haben dich gesucht. Und er sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Ja, also meine Lieben, also die Mütter, frage ich, wie hättet ihr reagiert auf so eine Antwort? Maria aber, heißt es, bewahrt alles in ihrem Herzen. Das ist der Weg des Glaubens, sie geht ihn. Und dann auch im öffentlichen Auftreten, sie tritt völlig zurück in den Hintergrund. Sie ist also, wenn sie ihn sucht mit ihren Brüdern, also mit den Freunden halt und mit den Verwandten, was sagt Jesus dann?
was sie heißt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, und sagt er, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Die den Willen Gottes tun, das hier sind meine Brüder und Schwestern und Mütter. Und das muss auch Maria einmal annehmen, das ist für eine Mutter nicht so ganz einfach, glaube ich. Obwohl sie natürlich die Erste war, die das erfüllt hat, was Jesus da sagt, natürlich. Und trotzdem, auf der leiblichen Ebene, auf der mütterlichen Ebene ist das eine Herausforderung, ist das eine große Herausforderung für sie. Die Seligpreisung, die eine Frau ausruft, selig die Brust, die dich genährt hat, auch hier Jesus, selig vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Immer geht es darum, das Wort Gottes zu hören, es zu befolgen. Und das ist ja Marias Weg, Gott auf Gott zu hören, ihm zu gehorchen und den Weg in aller Konsequenz zu gehen. So geht Maria ihren Weg und dann das, was wir ganz eigentlich so nebenbei nur erfahren, in einem Nebensatz heißt es, als Jesus 30 Jahre alt war, ging er von zu Hause weg. Da war Maria damals bereits eine alternde Frau. Sie war angewiesen auf Hilfe vielleicht und was immer und er geht. Er lässt sie, ich sage es jetzt einmal etwas salopp, im Stich, wenn wir das menschlich nur sehen. Und sie tritt eigentlich nie groß in Erscheinung, immer im Hintergrund. Das ist der Weg, den sie geht und trotzdem hält sie bedingungslos fest an dem Weg des Glaubens. Und das wird besonders deutlich und da sind wir dankbar für den Theologen Johannes, der uns zwei Szenen von Maria bringt, die ganz, ganz entscheidend sind, meine Lieben. Sie tritt bei Johannes im Evangelium das erste Mal in Erscheinung mit den Aposteln zusammen bei der Hochzeit von Kana. Und was tut sie dort? Erstens sieht sie die Not, sie ist aufmerksam, sie hat ein Gespür für das, was die Leute brauchen. Auch das können wir, da können wir uns coachen lassen von Maria. Sie sieht nicht nur auf sich selber, sondern sie sieht auf die anderen, was sie brauchen. Der Wein geht aus und sie geht zu Jesus. Und sie verlangt eigentlich etwas Unglaubliches. Sie verlangt ein messianisches Zeichen. Sie geht sozusagen hin zu Jesus. Schau, die haben keinen Wein mehr. Mach du einen, das kannst du doch. Also etwas salopp ausgedrückt. Und Jesus, wie ist diese Begegnung dort? Auch wieder. Wieder dasselbe. Jesus sagt, Frau, was ist zwischen mir und dir, heißt es dort wörtlich. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das ist ein entscheidender Punkt bei Johannes. Denn die Stunde bei Johannes ist die Stunde der Erhöhung, der Erlösung am Kreuz. Wenn Jesus am Kreuz erhöht ist, dann ist die Stunde gekommen der Erlösung für uns Menschen. Und das war richtig. Diese Stunde war noch nicht gekommen. Und trotzdem tut Jesus dieses Zeichen dann. Das ist doch interessant, oder? Warum tut er das? Könnte man sich fragen. Warum tut er das? Ich glaube, dass da ein ganz tiefer Sinn dahinter steht. Wenn er von der Stunde redet, die noch nicht gekommen ist und trotzdem etwas tut, was nur in der Stunde der Erlösung eigentlich möglich ist, dann macht er eines deutlich. Diese Frau hier, er nennt sie auch nicht Mutter, sondern Frau, wie er sie dann auch vom Kreuz herab nennt. Wenn ihr euch erinnert, das ist die nächste Szene, den Bogen schlagen wir jetzt dorthin. Jesus hängt am Kreuz und nach Johannes sind ja der Lieblingsjünger und die Mutter unter dem Kreuz. Alle anderen sind davongelaufen. Und dann wendet sich Jesus zu seiner Frau, zu seiner Mutter und sagt, Frau, sagt wieder nicht Mutter, Frau, siehe, da ist dein Sohn. Und zu ihm sagt er, schau, das ist deine Mutter. Und dann heißt es, von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Oder wie es, glaube ich, wörtlich sogar heißt, er nahm sie in sein Innerstes auf. Und die Kirchenväter haben von früher Zeit an schon gesagt, dass das Folgendes bedeutet, diese Szene, die uns dort beschrieben ist, in Johannes, im Lieblingsjünger, ist sozusagen die Kirche, der Leib Christi präsent, ja, alle Jünger und Jüngerinnen Jesu aller Zeiten und all jenen, die zu Jesus gehören, vertraut er
die Mutter an und erwartet, dass alle Jünger und Jüngerinnen sie aufnehmen, sie zu sich nehmen. Und das können wir tun, meine Lieben. Wir können Maria aufnehmen in unser Innerstes, so wie es der Lieblingsjünger getan hat. Es ist geschehen in der Stunde der Erlösung. Und da wird besonders eines deutlich. Noch einmal zurück zur Stunde, die er erwähnt bei der Hochzeit zu Kana. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, trotzdem tut er dieses Wunder. Und er zeigt damit an, meine Lieben, wenn aber meine Stunde gekommen ist, dann wird diese Frau die Frau aller Völker sein, die Mutter der Kirche, die Mutter nämlich des fortlebenden Christus. Wir alle sind ja der andere Christus, sein Leib. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib. Das heißt, Maria ist nicht nur die Mutter des historischen Jesus, das selbstverständlich auch, natürlich, aber sie bekommt ihre außergewöhnliche Sendung und eigentliche Sendung unter dem Kreuz, so sagt es uns Johannes. Sie ist nicht nur die Mutter des historischen Jesus von Nazareth, sondern sie ist die Mutter des fortlebenden Christus, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Liebe Brüder und Schwestern, das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist, auch für unsere Verhältnis, für unser Verhältnis zur Mutter des Herrn, was sie in unserem Leben bedeutet. Ich sage es immer gerne so, es ist nicht unsere Wahl, dass das so ist. Gott hat diesen Weg gewählt. Gott hat erstens diesen Weg gewählt über den Menschen zum Menschen. Er wollte den Menschen über den Menschen, indem er sich eines Menschen bedient hat, konkret hier dieser Jungfrau aus Nazareth, um das Werk der Erlösung zu vollbringen. Und Maria hat ihren Leib angeboten, in dem der Sohn Gottes Mensch werden konnte, Fleisch und Blut annehmen konnte. Er hat Fleisch und Blut aus Maria angenommen. Und wisst ihr, das ist für mich, auch als Missionar vom kostbaren Blut, immer so ein entscheidender Punkt, warum das Blut des Lammes so kostbar ist, das zu unserer Erlösung vergossen wurde, zur Vergebung unserer Sünden. Warum ist dieses Blut so kostbar, das am Kreuz vergossen ist? Es ist menschliches Blut zunächst, das vergossen worden ist. Aber durch die Vereinigung mit der göttlichen Natur bekommt dieses Blut des Lammes eine Kraft, das die Welt rettet. Und Maria, die Mutter Jesu, hat sich dafür bereit erklärt, diesen Weg mitzugehen. Liebe Brüder und Schwestern, deshalb glaube ich, wenn wir das im Gesamt anschauen, diesen Weg, den die Mutter Gottes gegangen ist, von der Verkündigung über die Geburt, über die Begegnung im Tempel dort mit dem Zwölfjährigen und dann in totaler Verborgenheit außer diesem einen Augenblick beim öffentlichen Wirken, am Beginn Jesu bei Johannes und schließlich erst unter dem Kreuz. Dann wird uns eines deutlich, Maria hat einen Weg angenommen, sie hat Ja gesagt zu einem Weg des Glaubens, wo sie nicht sehr oft, glaube ich ganz sicher, sehr oft überhaupt nicht verstanden hat, wie es weitergeht. Und trotzdem hat sie mit aller Konsequenz festgehalten an dieser ursprünglichen Verheißung, die ihr gegeben wurde, als der Engel zu ihr kam. Du wirst einen Sohn gebären und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Das musste sie im Glauben ergreifen in Bethlehem, das musste sie im Glauben ergreifen bei all verschiedenen Aussagen, die sie vielleicht im Moment nicht verstanden hat, die Jesus über sie gesagt hat. Und schließlich musste sie das annehmen, dass ihr Sohn wirklich diesen Weg des Kreuzes und der Hingabe und des Todes gehen musste. Das war wahrscheinlich der dunkelste Moment im Leben der Mutter Gottes. Und trotzdem hat sie festgehalten am Glauben an den, der gekommen ist, um uns alle zu retten und zu erlösen. Und deshalb möchte ich euch einladen, dass wir Maria nicht an die Seite stellen,
Maria hat einen wichtigen Auftrag auch in unserer Zeit. Die Loreto-Gemeinschaft würde wahrscheinlich nicht da sein, in ihrer Größe auch jetzt, wenn da nicht am Anfang Maria wäre, die junge Leute eingeladen hat, zu beten, zu glauben, einen Weg der Nachfolge zu gehen. Und nichts anderes tut Maria. Sie verstellt uns nicht den Blick auf Jesus. Sie führt uns zu ihm hin. Sie nimmt uns an der Hand. Und wenn wir den Rosenkranz zum Beispiel in die Hand nehmen und den Rosenkranz beten und damit die Geheimnisse Jesu betrachten, dann schauen wir mit den Augen der Mutter auf Jesus, den sie als Mensch am besten gekannt hat. 30 Jahre war sie mit ihm zusammen, bis er öffentlich auftrat. Sie hat ihn in- und auswendig gekannt. Und sie ist auch alle Wege ganz sicher, auch dann, wo sie ganz zurückgetreten, in den Hintergrund geraten ist, mitgegangen, bis unter das Kreuz, wo sie ihn schließlich von dort herabgenommen auf den Schoß nimmt und trotzdem am Glauben festhält. Gott ist treu. Bei Gott ist nichts unmöglich. Er wird ihn auferwecken. Ganz sicher war dieser tiefe Glaube in ihrem Herzen lebendig. Und das können wir tatsächlich von ihr lernen. Und ich lade euch einfach ein, auch in dieser Zeit des Advent, immer wieder besonders auch euch von der Mutter des Herrn an die Hand, gleichsam an die Hand nehmen zu lassen und sie vielleicht manchmal auch zu fragen, wenn du selber nicht mehr weiter weißt: Maria, was würdest du denn jetzt tun? Wie würdest du reagieren, wenn du in Not bist, wenn du einsam bist, wenn du verzweifelt bist, wenn du nicht mehr weiter weißt? Sie versteht dich. Sie kennt das Leiden. Sie kennt das Leiden und das Sterben. Aber sie ist jetzt schon bei ihm in der Verherrlichung. Und deshalb ist sie auch bei uns und geht sie mit uns den Weg des Glaubens. Sie lässt uns nicht im Stich. Darauf können wir ganz sicher bauen. Aber sie drängt sich nicht auf, wie der liebe Gott selber sich nie aufdrängt. Er wartet immer darauf, dass wir kommen, auch unser Ja geben. Und das können wir besonders von der Mutter des Herrn lernen, dass wir uns durchringen zu Schritten des Glaubens und immer wieder neu bekräftigen, Tag für Tag erneuern: Herr, auch ich bin da und bereit, deinen Willen zu tun. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Amen. Danke, lieber Pater Andreas, für diesen Vortrag, für diese Worte. Ich lade dahingehend euch ein, jetzt vielleicht in der kommenden Woche diesen Vortrag noch einmal zu intensivieren, euch den noch einmal anzuhören. Das Internet ist nämlich so cool, dass man sich Videos noch einmal anschauen kann. Ich lade dich da wirklich dazu ein, so als kleine Herausforderung, dir das noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen und dich dahingehend zu vertiefen. Mir ist da viel persönlich jetzt auch in Erinnerung geblieben und viele interessante Ansätze. Vielen Dank. Wir gehen jetzt über in eine Ministry-Zeit, in eine vertiefte Gebetszeit sozusagen, in der wir nochmal über das Ausgesprochene auch beten werden. Wir danken dir für alle, die jetzt mit uns verbunden sind, die jetzt auch diesem Impuls gefolgt sind. Herr, du selbst bist es, der uns Maria zu unserer Mutter gegeben hat. Wir danken dir für ihren Glauben und für ihr Beispiel. Wir danken dir, dass wir einfach auch unseren Weg auch dankbar mit ihr gehen dürfen.
Wir vertrauen, dass du uns jetzt beistehst, weil du da bist und auch uns jetzt deinen Heiligen Geist gibst, der uns führt und leitet, auch in diesem Gebet. Denn das ist ja das große Geheimnis der Mutter des Herrn. Sie hat sich ganz eingelassen auf dich, Herr. Sie hat dir geglaubt. Sie hat sich dir zur Verfügung gestellt. Sie hat dich geliebt, ihr Herz weit gemacht und so dem Heiligen Geist allen Raum gegeben. Und so möchten wir dich bitten, Herr, dass wir jetzt deinem Heiligen Geist, so wie es Maria getan hat, allen Raum lassen, dass wir sagen, ja komm, auch auf uns herab und erfülle uns ganz. Mach uns bereit für deine herrlichen Geschenke, die du zu geben bereit bist. Ja, schenk uns, Herr, deinen Heiligen Geist, sein Licht und seine Kraft. Komm, Heiliger Geist. Mehr auf deinen Willen einlassen können. Gerade in diesen Tagen, Wochen, Monaten der Unsicherheit, wo so vieles neu ist, wo so vieles herausgerissen wird aus seiner Position, wo sich viele neue Situationen ergeben. Also ich bitte dich, ich vertraue, dass das alles auch in deinem Namen geschieht, dass wir trotzdem auf deinen Wegen gehen, dass das dein Wille ist auch. Und wir bitten dich und ich bitte dich, dass wir ganz offen sein können für dich, für deinen Willen. Und dass das auch immer bewusster wird, dass wir das gut trennen können auch. Was kommt von mir, was kommt von dir?
du führst uns auf einen besseren Weg. Davon bin ich überzeugt. Ich bitte dich, dass wir uns dem immer bewusst sind. Ganz relaxed. Neue Situationen annehmen. Lass uns das niemals unbekannt wird, dass du wirkst, dass du in unserem Leben präsent bist. Bei Jesus. Ich danke dir, dass du uns deine Mutter gibst, die uns lehrt, einen Weg des Glaubens zu gehen, so wie sie ihn gegangen ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, im Glauben unseren Weg zu gehen, im Glauben und Vertrauen, und zwar in diesem ganz konkreten Glauben: bei dir, Herr, ist alles möglich. Auch wenn wir an unsere Grenzen stoßen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn es dunkel wird, wenn wir bedrängt sind, wenn wir in Not sind, wenn wir Fragen haben, die keine Antwort haben. Herr, dann dürfen wir uns ganz dir zuwenden und bekennen: bei dir, Herr, ist alles möglich. Und gib uns die Gnade, dass wir diesen Weg des Glaubens gehen können, auch im banalen Alltag, der uns oft überfordert. Gib uns die Gnade, dass wir den Weg gehen können im Vertrauen auf dich, der uns zeigt, dass du ein wunderbares und herrliches Ziel für uns alle bereit hast. Lass uns glauben, Herr. Lass uns glauben, dass dir alles möglich ist. Lass diesen Glauben stark werden. Das erbitten wir auch auf die Fürbitte deiner Mutter. Lass diesen Glauben an dich, dem nichts unmöglich ist, stark werden. Glauben und Vertrauen.
Ja, Herr, wir danken dir und wollen noch einmal einstimmen in diese Freude, die auch im Leben Marias zum Ausdruck kam, weil sie Ja gesagt hat zu dir. Die Erfahrung, du hast Großes an mir getan. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir, die wir jetzt auch verbunden sind im Gebet, in unserem Leben das bekennen und bezeugen dürfen. Du, Gott, hast Großes an mir getan. Dein Name ist heilig. Dir gebührt alle Ehre, aller Lobpreis und alle Anbetung. Du vollbringst Taten des Heils. Du hast Großes an mir getan. Alle, die in der nächsten Woche Geburtstag haben, können leider nicht nach vorne kommen, aber wir senden euch sozusagen trotzdem einen Segen zu euch für euer neues Lebensjahr. Gottes Segen und dass er euch auf all euren Wegen immer behütet. Andreas, ich bitte jetzt nur meinen Geburtstagssegen für die Geburtstagskinder. Der Herr segne euch, er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Besonders euch, Geburtstagskinder, segne und behüte euch das neue Lebensjahr, in das ihr eintretet. Er schenke euch die Führung seines Heiligen Geistes, ein großes Vertrauen, dass bei Gott alles möglich ist. Erfülle eure Herzen mit Frieden und schenke euch seine Gnade. Und so segne euch und alle, die jetzt mit uns verbunden sind, auf die Fürsprache der Mutter Gottes.
der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Man soll bekanntlich meistens aufhören, wenn es am schönsten ist. Dieser Zeitpunkt wäre jetzt erreicht. Vielen Dank fürs Dabeisein, auch via Livestream. Und wenn es online auch manchmal Differenzen gibt zu einer Realpräsenz, ich denke, wir machen alle das Beste daraus. Und wir finden es sehr cool, dass ihr heute dabei wart. Bevor wir in den Feierabend gehen, möchte ich noch die Möglichkeit nutzen, da hinter so einem Livestream natürlich nicht nur die Leute stehen, die hier auf der Bühne präsent sind, sondern viele helfende Hände, die das ganz fleißig machen. Also namentlich Tom, Miri hinter der Kamera, Baiki, Tine, unten auch noch Pauli und Andi. Vielen Dank. Und natürlich noch mal Tom. Vielen Dank für euren Dienst und dass ihr das auch möglich macht, denn ohne eure helfenden Hände wäre das alles nicht möglich. Zum Schluss singen wir noch ein Lied an die Mutter Gottes. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Da ja ab morgen ein gelockerter Lockdown sozusagen gilt, werden alle Informationen, wie es mit den anderen Formaten weitergeht, noch folgen. Folgt auf jeden Fall den diversen Kanälen, dann werdet ihr auf jeden Fall nichts mehr verpassen. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich. Ciao.